Das sind Susanne Brandes, hier links im Bild, und Lucia Krämer von der katholischen Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt. Sie kümmern sich um die Ausbildung von DemokratieberaterInnen. Heute besuchen sie aber eine Grundschule in Magdeburg. Mit dabei haben sie ein Kindermalbuch. Eines von vielen Ergebnissen ihrer Arbeit. Es gab vor einigen Jahren mal ein Kindermalbuch von der AfD, das sehr viele rassistische Darstellungen enthalten hat. Und das hat eine Demokratieberaterin von uns entdeckt, hat uns darauf angesprochen, ob wir nicht quasi auch ein Malbuch machen wollen, was aber zeigen kann, wie schön Vielfalt ist. Und zwar in einer positiven Weise, das zur Verständigung beitragen kann. In der Klasse sind die Malbücher beliebt. Die Motive zum Ausmalen blenden Klischees aus. Transsexuelle Personen oder Homosexuelle finden hier keine besondere Erwähnung. Die Kinder sollen sie als normalen Teil der Gesellschaft begreifen. Für die Schulleiterin selbstverständlich. Wir haben verschiedene Bereiche in unserem vernetzten Unterricht, wo wir auch sowas immer wieder thematisieren, wie wir sind alle gleich, wir sind wirklich jeder auf seine Weise auch individuell und nehmen uns da auch immer wieder gemeinsam in dem Blick, im Fokus, auch in den Morgenkreisen, Abschlusskreisen ist es uns sehr wichtig, auch mit Verständnis und Offenheit füreinander da zu sein. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern wird an ihrer Schule gelebt. Beispiel Muslima Kinana Al-Samer. Sie unterrichtet mit Kopftuch an der katholischen Grundschule. Ich habe niemals dieses Gefühl, dass ich bin anders oder ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft. Das ist sehr schön. Von erster Woche hat Frau Bogode mir gefragt, bis jetzt, ich vergesse diese Frage nicht und ich schätze das sehr, weil sie hat mir gefragt, ob ich einen besonderen Platz hier möchte zu meinem Gebet als Muslime. Ortswechsel, Teambesprechung im Büro. Hier reden sie über die anstehenden Projekte und auch über die Ausbildung der Demokratieberater. Um eben wirklich die Menschen in den verschiedenen Einrichtungen der Kirche zu erreichen, in den verschiedenen Gremien und Institutionen, also in den Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen, aber auch bei den Kolpingsfamilien oder bei den katholischen Frauen, um die zu erreichen, bilden wir Demokratieberaterinnen aus. Das heißt Menschen, die sich bereit erklären, an einer Weiterbildung teilzunehmen und die dann unsere Gedanken und Ideen und die Prozesse und Veranstaltungen in ihre Einrichtungen tragen. Zum Beispiel bei den katholischen Studierenden in Halle. Solche Abende sind wichtig, um ihr Projekt bei jungen Menschen bekannt zu machen, aber auch um ihre Botschaft zu transportieren und praktische Hilfestellung zu geben, zum Beispiel beim Thema Verschwörungsgeschichte. Ich war sehr erstaunt, also dass viele dann gesagt haben, Mensch, ich habe da einen Mitbewohner, der glaubt daran, dass die Erde flach ist, oder ich habe das in meinem Familienkreis, ne? Oder die Freundin meiner Mutter. Also es ist doch für viele Menschen nah. Ich habe gemerkt, es ist ein Thema, was sehr bewegt, was sehr präsent ist und wo der Bedarf sehr, sehr groß ist. So. Guten Tag. Guten Tag. Welchen Stellenwert ihre Arbeit im Bistum hat, zeigt das. Bischof Gerhard Feige schaut mit einem Blumenstrauß vorbei, gratuliert zum Preis und lässt sich im Anschluss das Projekt erklären. Als ich das gehört habe, war ich richtig stolz und freue mich für diejenigen, die das Projekt betrieben haben. Es entspricht in gewisser Weise unserem Bistum, dem, was wir vorhaben. Wir sind nicht groß, haben zwar ein großes Territorium, aber nur wenige Katholiken. Und wir wollen keine Sekte sein, sondern in die Gesellschaft hineinwirken. Gerade als Kirche sehe ich die Verantwortung sehr groß. Also mein Verständnis von Kirche, von Glauben ist, dass unser christliches Menschenbild uns immer und überall verpflichtet einzugreifen, wenn die Menschenwürde in Frage gestellt wird und für die Gleichheit und Ebenbürtigkeit der Menschen zu streiten.